Sie sind hier, 15. Dezember 2018, 18.08 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Nico Walter war mit seiner Crew in Winterberg nicht zu schlagen. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Bobfahrer dominieren beim ersten Vierer-Bobrennen der Saison. Nico Walter gewinnt mit seiner Crew vor zwei weiteren deutschen Vierern. Angeführt von Nico Walter haben die deutschen Bobpiloten beim ersten Vierer-Bobrennen der Saison einen Dreifacherfolg eingefahren. Der Olympia-Zweite Walter lag beim Heimrennen in Winterberg nach zwei Läufen vor Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich und Weltmeister Johannes Lochner, 700stel Vorsprung auf Friedrich verhalfen Walter bei Außentemperaturen von minus 3 Grad Celsius zu seinem insgesamt 9. Weltcup-Erfolg. Lochner lag in seinem ersten Saisonrennen 0,22 Sekunden hinter dem deutschen Sieger. Die Rennen hier sind immer eng, die Kleinigkeiten entscheiden, sagte Walter. Wir waren im Endeffekt wohl diejenigen, die die wenigsten Fehler gemacht haben. Deutsche Bobfahrer dominieren. Damit scheinen die Männer von Bundestrainer René Spies beim Zwei-Weltcup-Wochenende weiter das Maß aller Dinge zu bleiben. Beim Auftakt im lettischen Sigulda am vorherigen Wochenende hatte Friedrich je zwei Erfolge im Zweierbob eingefahren. Viererrennen wurden aufgrund der engen Streckenführung in Sigulda nicht ausgetragen. Schon am Sonntag findet 11.30 Uhr in Winterberg ein weiteres Weltcuprennen im Viererbob statt.